Hi, ich bin Lukas Ewing, Chemiker bei RWE Generation und heute nehme ich euch mit zu einem sehr innovativen neuen Redox-Flow-Projekt direkt hier am RWE Campus. Kommt erstmal mit rein. Hier im Brennstoffzellengebäude direkt auf dem RWE Campus entsteht bei Projekt Panterei die neueste Redox-Flow-Batterie direkt für RWE. Heute stehen hier bereits 6 Module, die sieht man hier. Wir wollen aber noch deutlich mehr aufstellen und zwar hier. Hier und hier auch. Gemeinsam mit der Firma Volterion wollen wir also bis zu 30 Module hier aufstellen. Auf der einen Seite wollen wir so Genehmigungsprozesse, Bau und Betrieb der Anlage testen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Chancen und die Möglichkeiten dieser Technologie ausprobieren. Und so funktioniert die Technologie. Zuerst benötigen wir 2 Tanks, diese befinden sich hier unten. In diesen Tanks sind 2 verschieden geladene Flüssigkeiten, die werden auch Elektrolyte genannt. Diese Elektrolyte sind über Vorrichtungen, sogenannten Stacks, miteinander verbunden. Wird jetzt elektrischer Strom angelegt, wird die eine Seite chemisch reduziert, also Elektronen werden aufgenommen, und die andere Seite wird chemisch oxidiert. Hier werden dann Elektronen abgegeben. Durch die Redox-Reaktion wird also elektrische in chemische Energie umgewandelt. Die Batterie lädt und speichert Energie. Soll diese Energie nun wieder zur Verfügung gestellt werden, wird die Reaktion umgekehrt und chemische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt. Je mehr Stacks es gibt und umso größer sie sind, umso mehr Leistung kann auch bereitgestellt werden. Wow! Je größer die Tanks sind, umso mehr Energie kann gespeichert werden. So können Speicherkapazitäten von mehreren 100 Megawattstunden, aber auch bis Gigawattstunden realisiert werden. Wie wir gerade gesehen haben, ist Leistung und Energie komplett unabhängig voneinander skalierbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei neueren Elektrolytkompositionen komplett auf seltene Rohstoffe wie Lithium oder auch Vanadium verzichtet werden kann. Außerdem gilt die Technologie als besonders sicher in Bezug auf deren Brandgefahr. Alles in allem also genug Vorteile, um sich die Technologie einmal genauer anzugucken. Batteriespeicher sind für die Energiewende unersetzbar. Wenn in der Zukunft immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien, wie beispielsweise Wind- oder Solarenergie, gewonnen werden soll, dann kann dieser nicht nur dafür genutzt werden, um direkt ins Netz eingespeist zu werden, sondern auch dafür, um Batteriespeicher wie diesen zum Beispiel zu laden. Der Strom in diesen Batteriespeichern kann dann genutzt werden, wenn er gebraucht wird. Schließlich wollen wir alle nicht, dass der Fernseher oder der Kühlschrank abends ausgehen, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind nicht weht. Daher forschen wir bei RWE an Zukunftstechnologien wie dieser, um in der Zukunft zu gucken, wo passt diese Technologie am besten ins Gesamtkonzept. Klimaneutral 2040. Mit diesem Zukunftsprojekt sind wir diesem Ziel ein Stückchen näher gerückt.